Hallo und willkommen zurück bei KNLTV. Hi! Also, wir haben euch unsere erste Frage direkt nach dem Intro bzw. der Anmeldung versprochen. Und unsere erste Frage ist, wie ist es eigentlich mit Brillenträgern? Wieso werden die immer von allen fertig gemacht und sowas? Wieso werden die immer gedisst? Ja. Die Frage ist eigentlich nicht schwer zu beantworten. Nee. Was soll man dazu sagen? Also, das ist ja nicht so, als wäre es so wie eine Brillengrippe. Ja. Also, das sieht dann eher nicht nach Schweinegrippe aus. Also, wir müssen uns ja jetzt auch schützen, nicht, dass ihr da mit einer Brille vorm PC sitzt. Ah ja, ist klar, weil sonst stecken wir uns noch an und das wollen wir echt verhindern. Und dann sehen wir, in einen anderen Gründen sehen wir dann so aus. Und das wollen wir natürlich auch nicht. Das wollen wir natürlich verhindern. Und deswegen tun wir uns natürlich auch schützen. Und... Ja, das haben wir extra gekauft, Mann. Ja, sorry, ja, es tut uns leid, wir sind halt so empfindlich und mir wäre schnell krank, vor allem mit Brillen so. Aber wir sagen es euch, überlegt euch, Jungs, wenn ihr damit echt Probleme habt, weil Mädchen haben damit eigentlich keine Probleme, weil wir kaufen uns immer schöne Brillen und die sehen dann immer gut aus, dann kauft euch das hier. Und die gibt's für ein paar Cent in eurem Pausenverkauf. Aber Jungs, wir warnen euch, malt euch keine Brille auf dieses Papier. Dann sind wir tot, ganz ehrlich. Da werden die anderen wieder weitermachen. Aber wisst ihr, wenn so ein Schläger kommt und meint, ey, geht denn? Gib mir deine Brille oder ich hau dir auf die Fresse. Ziehst du die Brille aus? Gehst zum? Gibst du mir die Brille? Und dann sagst du, mach doch kaputt, Alter. Ach ja, die geht so oder so kaputt. Egal, ob ihr habt keine Wahl, Mann. Also, keine Wahl. Es ist eigentlich egal. Ihr könnt das machen, wie ihr wollt. Es wird immer weitergehen. Es hat gar keinen Aber Sinn. Am besten wäre es, wenn ihr euch Kontaktlinse kaufen. Ja, kauft euch Kontaktlinsen, zieht die Brille einfach drüber. Dann gar keine Probleme mehr, ey. Legt ihr die Brille vor die Füße und sagt, mach doch kaputt, ich sehe alles, Junge. Das war's. Das ist echt so. Ihr habt keine Chance dagegen. Aber schützt euch bitte vor der Brillengrippe, ja? Das ist echt fies. Wir kommen da gar nicht mehr weg. Ich bin schon halber angesteckt, ne? Das geht gar nicht. Ich mag keine Brillen. Oh mein Gott. Oh Gott. Fucking. Scheiße, wir haben uns angesteckt. Guck uns an. Fuck. Shit, okay. Alter. Wir sind... Diese Frage war echt nicht schwer, weil eigentlich weiß jeder Mensch, dass Brillen zum Leben dazugehören. Und man sollte diese Leute einfach in Ruhe lassen. Geht gar nicht. Wirklich, geht echt gar nicht. Um jetzt mal ernst zu klingen, eine Brille zu haben ist eigentlich nichts Schlimmes. Nee. Außerdem gibt es ja Kontaktlinsen. Dafür sind die extra erfunden worden. Ja. Und ja... Wenn ihr euch mies fühlt, dann schminkt euch einfach so dick unter der Brille, dass man die Brille gar nicht mehr erkennen kann. Genau. Das wäre dann wohl das Beste. Aber macht euch echt nichts draus. Oder schaltet zu denen da um. Oder tragt das doch mal wieder. Also, ist auch was Gutes. Ich meine, Leute, guckt euch uns an. Wir sind doch cool, oder? Ja. Rudolf the Red Nose Reindeer. Das ist das Leben. Genießt es einfach. Aber echt, lasst euch wegen den Brillen nicht fertig machen. Es gibt genug Leute, die spinnen. Und ich finde, man sollte wegen der doofen Brille echt nicht so einen Aufstand machen. Sagen wir es mal so. Ihr doofen Idioten, lasst die Leute mit den verfickten Brillen in Ruhe. Verfickt? Alter, du beschimpfst die gerade selber. Macht nichts. Mein Bruder hat selber eine Brille. Und ich habe alle Brillen normalerweise. Ich bin schon angesteckt. Deshalb, macht euch nichts draus. Jeder dritte Mensch hat eine Brille. Und wenn nicht sogar jeder zweite. Das ist echt... Also, es ist nichts Schlimmes, ganz ehrlich. Also... Ich bin ehrlich gesagt stolz drauf, dass ich sie hab. Aber, ja. Hä? Ja, verarsch mich ruhig. Ding, 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 ding. Ah! Ich meine, man sollte echt nicht traurig sein, deshalb. Ihr habt sowas echt... Es gibt genug Menschen, die dann so da stehen. Und das sollte echt nicht sein. Hört auf damit. Sagen wir es mal so, das Leben geht weiter. Ja. Egal, mit Brille oder nicht. Und... Ich kann euch eins sagen, jeder Mensch wird früher oder später eine Brille tragen, also ist das eh egal, oder? Ja. Yeah. Du meinst nur eine Lesebrille ist? Vergesst das Leben ist kurz, also macht nicht so ein großes Ding aus einer Brille. Ja. Okay, und die nächsten Fragen werden interessanter. Also schickt uns eure Fragen. Das ist wichtig, Leute. Ohne euch geht gar nichts. Was ihr wissen oder klären wollt, schickt uns einfach hin, wir reden über alles. Jo. Geht. Okay, das war's. Bis dann. Ciao.